Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute wieder 4 Kinderüberraschungseier mitgebracht. Und ihr könnt schon sehen, das sind nicht irgendwelche Überraschungseier. Nein, wir haben heute diesmal die Schlümpfe. Genau, hier hinten drauf könnt ihr also sehen, die verschiedenen Schlumpffiguren, die man so bekommen kann. Und ich bin schon gespannt, welche dieser Figuren wir bekommen. Denn auf der Verpackung steht natürlich wie immer auch, dass hier 2 Figuren garantiert sind. Also von den 4 Überraschungseiern sollten mindestens 2 Schlümpfe dabei sein. Ja, wir haben so ein bisschen Hilfe heute durch einen Schlumpf. Das bietet sich natürlich an. Und gemeinsam mit euch mache ich jetzt schon mal hier diese Packung auf. Und ihr könnt sehen, dass sich hier drinnen tatsächlich 4 Überraschungseier verstecken. Naja, ich denke, unser Schlumpf möchte, dass wir mit diesen Überraschungseier immer anfangen. Also los geht's, vielleicht haben wir Glück und auch hier ist schon unser erster Schlumpf drin. Ja, wer von euch hat denn eigentlich die Schlümpfe im Kino gesehen? Da gab es ja mal so einen Film, Das verlorene Dorf. Das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr auch die DVD dazu. Also lasst mich mal in den Kommentaren wissen, was ihr von den Filmen die Schlümpfe haltet. Oder generell, es gab ja auch mal eine Serie. Und wir schauen erstmal hier rein. Nein, da ist so etwas Blaues. Das sieht aber nicht aus wie ein Schlumpf. Nein, das ist was anderes. Ja, sieht aus wie so ein Grinsegesicht, was hier auf so einer grünen Feder drauf steckt. Das muss man aber erst noch zusammenbauen. Ganz genau. Ja, ist zwar blau wie ein Schlumpf, aber es ist natürlich kein Schlumpf. Ja, was ist eigentlich eure Theorie? Warum sind Schlümpfe eigentlich blau? Das könnt ihr mir mal sagen. Und ja, schreibt es mir in die Kommentare. Und in der Zwischenzeit stecke ich das Ganze jetzt mal zusammen. Okay, das ist eigentlich ganz einfach. Normalerweise. So, genau. Jetzt hält das Ganze auch gut zusammen. Ja, da gucken schon böse, gefährliche Zähne aus dem Mund heraus. Ja, und das Ganze ist auf so einer Feder drauf. Ist irgendwie ganz witzig, auch wenn ich jetzt natürlich lieber einen Schlumpf gehabt hätte. Naja, zumindest die Farbe passt ja schon mal. Okay, wir machen weiter. Wir haben 3 weitere Überraschungseier. Und das hier ist unser zweites Überraschungsei für heute. Mal schauen, was wir bekommen. Also wie gesagt, es kann eine Schlumpffigur sein oder auch wieder was anderes. Wobei ich es mal gar nicht so schlimm finde, wenn es keine Schlumpffigur ist. Dann ist es vielleicht ein anderes lustiges Spielzeug. Ja, ich weiß, wir wollen alle natürlich die Schlümpfe haben. Und wir schauen, nein, das sieht definitiv auch nicht nach einem Schlumpf aus, oder? Das ist auch ein bisschen was anderes. Ich kann aber noch nicht genau sagen, was das ist. Es könnte vielleicht irgendwie so ein Haifisch oder sowas sein. Ja, ich muss mal ein bisschen genauer hier schauen. So, das ist noch falsch rum, glaube ich, oder? Ja, wir drehen das Ganze mal um. Und tatsächlich ein Haifisch, cool. Ja, der ist aus 3 Teilen, nur 4 Teilen einfach zusammengesteckt. Gibt es verschiedene Sorten. Wir haben den braunen Hai hier links. Naja, also ich muss mir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen genauer anschauen, wie man das hier so zusammenbaut. Ja, das sieht schon aus wie die gefährliche böse Heckflosse. Und das da vorne ist ein Teil vom Maul. Ja, das wird hier, glaube ich, einfach nur so zusammengesteckt. Wie immer. Und jetzt kommt die zweite Hälfte hier ran, wobei ich mir gerade gar nicht sicher bin, ob die jetzt überhaupt schon hier ran muss. Ja, ich glaube, das war zu früh. Wir müssen erstmal das Hinterteil, den Schwanz da dran machen, die Heckflosse. Genau, und jetzt kommt die andere Seite dran und dann sind wir aber auch schon fertig mit dem Spielzeug. Das hoffe ich zumindest. Ja, manchmal gar nicht so einfach, das zusammenzubauen. So, ihr wisst ja, manchmal kriege ich das Spielzeug nicht richtig zusammen. Kennt ihr das auch? Ihr habt schon mal ein Überraschungsei gehabt und dann könnt ihr das Spielzeug nicht zusammenbauen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, das hat funktioniert und wenn man sieht, kann sich sogar das Maul so ein bisschen bewegen. Ich zeige das mal von der anderen Seite. Und ja, wenn man hier an der Flosse drückt, dann bewegt sich das Maul. Also sieht schon ziemlich gefährlich aus. Ich muss schon sagen, der Haifisch, das zählt nicht unbedingt zu meinen Lieblingstieren. Ist auch alles andere als ein Schlumpf. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir haben noch 2 weitere Überraschungseier und da ja 2 Figuren garantiert sind, wird sich wohl in jedem dieser beiden Überraschungseier natürlich eine Schlumpffigur für uns versteckt halten.
Und ja, das kontrollieren wir doch jetzt mal, oder? Wir schauen mal rein, was wir hier bekommen werden. Wie gesagt, hier sollte jetzt eigentlich ein Schlumpf drin sein. So, ich kann noch nichts Blaues sehen, aber jetzt, genau. Ja, da ist noch so eine Art Spiegel dabei. Mir ist gerade was runtergefallen, das habt ihr gar nicht so mitbekommen. So, da bin ich wieder. Okay, das war nämlich ein Teil von den Schlumpf, die Beine. Die sind mir hier so aus der Kapsel rausgefallen. Wenn ihr genau hingeschaut habt eben, dann habt ihr es bestimmt auch gesehen. Ist auch nicht so schlimm. Wir gucken mal, was sich hier so verbirgt. Also, das sind diese verschiedenen Schlumpffiguren, die man so bekommen kann. Man kann auch Azrael die Katze oder Gargamel bekommen. Das sind also 8 Figuren insgesamt, wenn ich das richtig gezählt habe. Und wir haben natürlich Schlaubi-Schlumpf, der Schlumpf mit der Brille. Ja, ich glaube, das ist ein ganz kluger, sehr belesener, schlauer Schlumpf. Der liest sehr viel und trägt vielleicht auch deswegen eine Brille. Naja, da war bestimmt der Klassenstreber und immer der Beste in der Schule. Was ja eigentlich auch nichts Schlechtes ist. Und ja, hier ist noch irgendwie so ein weiterer Zettel. Ich weiß gar nicht, was man damit macht. Ich pack das mal beiseite. Und dann gibt es ja so eine kleine Tüte mit einer Art... Ja, ich dachte erst, das wäre ein Spiegel, aber das sieht aus wie eine Lupe, oder? Ja, doch. Wenn man genau hinschaut, kann man sehen, dass da eine kleine Lupe ist. Ja, mit der man ganz kleine Dinge ganz groß sehen kann. Und ihr merkt das vielleicht auch, dass es auch alles umdreht und auf den Kopf steht. Und naja, wir machen mal weiter. Das war also unser erster Schlumpf. Und in diesem Überraschungsei, da sollte sich jetzt also ein weiterer Schlumpf versteckt halten. Ich hoffe ja immer noch, dass wir entweder Papa-Schlumpf oder Schlumpfine bekommen. Ihr wisst ja, das sind meine beiden Lieblingsschlümpfe. Ja, wer ist eigentlich euer Lieblingsschlumpf? Das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, meine Lieblingsschlümpfe ist Papa Schlumpf und natürlich Schlumpfine. So, wen haben wir denn hier? Das sieht aus natürlich wie ein weiterer Schlumpf, aber nicht wie Papa Schlumpf. Der hat ja eine rote Mütze auf. Und Schlumpfine ist das hier sicherlich auch nicht. Nein, das ist ein anderer Schlumpf und der hält hier irgendwie was in der Hand. Sieht aus wie ein Käfer oder sowas. Ich kann gar nicht genau erkennen, was der hier hat. Ist aber auch gar nicht schlimm. Auf jeden Fall super mega süß. Das sind unsere beiden Schlümpfe für heute. Schlaubi-Schlumpf und so ein anderer Schlumpf, den ich nicht kenne. Ja, wir schauen nochmal hier in diesen kleinen Zettel rein. So, also wie gesagt, das sind die verschiedenen Schlümpfe. Und das ist Clumsy-Schlumpf. Genau, ihr könnt ihn hier schon sehen. Wir haben Clumsy-Schlumpf bekommen. Ja, also schon mal ziemlich cool. Der Haifisch ist auch irgendwie interessant gewesen. Und ja, ich zeige euch nochmal hier die Box. Also das sind die 8 Figuren, die man bekommen kann. Und wir haben Schlaubi-Schlumpf und Clumsy-Schlumpf. Also, was war eure Lieblingsfigur? Was war euer Lieblingsschlumpf? Schreibt es mir wie immer unten in die Kommentare. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Ü-Ei-Kanal abonniert. Denn wir sehen uns hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Tschüss!